So, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario and the Power Star Journey und gleich zur roten Münzmission. Die sollte in dieser Welt eigentlich nicht zu schwierig sein, denn die Welt ist eigentlich vom Prinzip her ziemlich leicht für eine Lava-Welt. Und jetzt baue ich wieder denselben Fehler ein, weil ich wieder fast gestorben daran. So, hier muss ich darüber. So. Ja. Auf jeden. Das müsste mir erstmal nachmachen. Das war gerade keine Ahnung was, aber das war nicht normal. So, da ist ein Herz. Das sind auch 10 Münzen. Ja. Da drüben werden auch irgendwo Münzen sein, ja. Auf jeden Fall, wo denn sonst? Ja. Wollte eigentlich wissen, ob weiter oben auch noch irgendwelche Münzen sind. Na ja. Nein. So, genau auf der Kiste landen. Oh, perfekt. Habe ich jetzt irgendwo... Dann stürze ich mich mal da runter. Am besten hier irgendwie ohne zu verbrennen. So. Und dann mal sehen, hier unten müssten irgendwo die Kamera. Irgendwo die letzten zwei Münzen sein. Nein, hier unten ist gar keine Münze. Ja, warte mal, ich hab da oben einen Safe State. Also da unten ist mal keine Münze. Da die letzten zwei da drüben mitten in der Lava rumschweben. So. Ich wüsste nur dann nicht, wo ich landen soll. Überlege gerade ernsthaft, wie ich das überleben soll. So würde ich das überleben, hätte ich eine Münze mehr. Ja, ich fliege nur jedes Mal zu weit.
Wow, das erste Mal zu kurz. Das erste Mal, dass ich die andere Münze erwischt habe. Dafür gleich die erste nicht. Ja, und jetzt wäre die Frage, wohin bitte? Kann ich da irgendwie... Nee. Ich habe eine Idee. What the fuck? Ja. So klappt's auch. Ich wäre jetzt von da oben runtergesprungen und hätte die zwei Münzen gesammelt. Aber das geht natürlich auch. Das ist mir sogar lieber. So. Ja, und wie gesagt, den Level-Eingang hatten wir, also bis gleich. So, und jetzt nur noch der Big Bully Fight, der wird dort oben sein, das... Ach, Kameradreher, ja. Fail, da vorne ist eh ein Herz. Komm jetzt, kein Fail! Fail. Und schon wieder Kameradreher. Ah, okay, der Bulli taucht jetzt schon auf. Man braucht nicht die drei Kleinen zuerst töten. Hallo, Stunning? Könnte man mich mal wieder... Danke, du darfst auch gleich runter. So, das war jetzt Welt 13. Jetzt... treffen wir uns dann gleich in Welt 14 wieder, also bis gleich. So, und auf in Bob Oms Battle Base across the exit Meadow Lake. Ah, dann schauen wir uns hier mal um. Wir waren ja schon einmal und durch Zufall habe ich ja gleich den Stern gefunden. Ja. Ja, ich schaue mich mal hier oben bei den Kettenhunden um. Da wird irgendwann mal ein Stern sein, sehe ich gerade. Sieht zumindest verdächtig danach aus, dass da drin mal ein Stern kommen wird. Oder ist hier jetzt vielleicht schon ein Warp oder sowas? Ne. Auf jeden Fall ist hier nicht der... Ja, Lake, wo ich hin muss. What the f... Lass mich... Ja, am letzten Mal waren wir dort bei dem Tower. Werde ich jetzt wohl dahin müssen, da den Wandsprüngen hoch, gucke bitte. Fail! Das war's nicht. Und wieder fail! Schon wieder, ja. Das war zwar unnötig jetzt, aber egal. Ah, okay, da gibt es eine kleine Fläche oben, wo ich stehen sollte. Was ich ja gerade nicht zusammenbringe. Keine Ahnung warum. Und die Kamera. Was war jetzt los? Mario, nicht mitten unter dem Flug auf eine Wandsprünge zu machen. Könntest du dich dann mal anhalten, Mario, irgendwann mal, wenn du Bock drauf hast.
Danke. Sehr nett von dir. Nee, ich glaube auch nicht. Ich möchte aber trotzdem gerne auf die andere Fläche. Ich möchte auf die andere. Danke. Ach so, das ist nur Feuer. Na, dann sagt es doch gleich. Also. Aber ich habe zu wenig Leben, um mit den Sternen zu ercheaten. Aber ja. Hab ihn. Ich dachte, das wäre irgendwie tödlicher Treibsand oder irgend sowas, aber wenn es nur Lava ist. Oder halt wie Lava funktioniert. Achso, ja, wir wollten das ja cutten, also. So, deep in the base. Nee. Wird auch da oben sein, denn ja, try again. Try again. Komm, Wandsprung, hallo? Ja, machen wir da drüben Wandsprünge weiter an der nächsten Wand. Sehr witzig. So. Oh, Gumba. Was haben wir hier? Drei Münzen. Zehn Münzen. Kann man das so abkürzen? Ja, aber es bringt mir nicht wirklich viel. Oh, da war eine ganz fiese unsichtbare Wand. Ja. Ja, sehr schön abgekürzt, würde ich mal sagen. Warum einfach, wenn es umständlich aufgeht. Und wir treffen uns gleich wieder. Ja. Der Explosiv Red Coins. Ja. Das gefällt mir. Dann holen wir uns mal die Red Coins. Die ersten zwei waren einfach. Da oben bei den Kettenhunden werden irgendwo welche sein. Also ich schätze mal eine oder so. Eine im Abgrund, wie immer. Marius untersucht jeden Abgrund, ob da vielleicht eine Red Coin ist. Also. Also hier mal nicht, vielleicht oben.
Okay, hier ist mal keine Red Coin. Da kommt dann sowieso der Stern hin zum Turm, von dem her kann man ja zuerst da hoch. Und diesmal klappt es auch beim ersten Versuch. Nein. Ist hier unten eine Red Coin? Nee. Das war doch klar. Da unten ist keine Mario. Das haben wir schon herausgefunden. Nachdem auch Mario sich davon überzeugen konnte, dass da unten keine ist, können wir ja die letzten Münzen auch sammeln. Die letzten zwei sind dann, glaube ich, beim Turm Fail. Ja. Perfekt. Und ich glaube, ich habe auch schon alle 100 Münzsterne, denn Fares hat gesagt, 197 gibt es, wenn man alle 100 Münzsterne macht. Und mir fehlt hier ja noch ein Stern und in Welt 15 die 7. Also von dem her habe ich alle 100 Münzsterne sogar schon. Falls ich mich da jetzt täuschen sollte, ja. Wäre mir eine Korrektur ziemlich hilfreich. Aber ich glaube 97 hat er mir gesagt. Gerade bei der Chain Jump Score. Warte mal, das ist jetzt Stern 5. Da gibt es jetzt auf jeden Fall schon 98. Also. Warum probiere ich das jetzt eigentlich? Wenn ich doch eigentlich ganz woanders hin muss. Nämlich dorthin. Hi. Ja. An diesem Stern war eigentlich keine Schwierigkeit. Ich habe diese Ketten und bis jetzt noch nie getroffen. Und dann auf zum letzten Stern. So, the secret path. So, die Frage ist, hat das irgendwas mit diesem Schalter hier zu tun? Denn für was brauchte ich den? Au. Was macht dieser Schalter eigentlich? Hier hinten eine Kiste? Nein, echt, was macht dieser Schalter? Wo macht der Kisten? Ich meine, ich kann mir vorstellen, wo der Secret Path ist, denn ich habe dort einen Weg gesehen, aber Fail. Fail, und was für einer.
was da der da unten hier vielleicht gemeint ist. Aber da drüben geht's weiter. Okay, damit wäre das auch geklärt und die Kisten waren, glaube ich, irgendwo für den Turm. Ich glaube, die habe ich im ersten Stern gebraucht. Ja, das war's wieder für diesen Part. Damit geht's im nächsten Part. Na komm. Na komm. Hier in Welt 15 weiter, die hier irgendwo sein muss. Okay, wir werden sie jetzt noch finden. Dort gibt es einen Stern. Das ist da, weil ich mit Planning. Nee. Da ist noch ein Tod. Noch ein Tod. Das Tablet ist für den King of the World ja, das wollen wir dann doch zu lange zum Durchlesen. So, ja. Warum ist da eine Metallbox? Also warte, da kann man hoch. Da kann man hoch. Auf jeden Fall. Dann haben wir drei Sprung. So. So. Oh, ein Leben. Na! Okay, wir wissen jetzt, wo Welt 15 ist. Und im nächsten Part geht's dann in Welt 15. Also, bis dann und auf Wiedersehen.